So, jetzt bin ich schon eine gute halbe Stunde wach. Ich habe erstmal alles, was ich brauche, auch wach. Es ist leider so, dass ich erstmal ans Handy gucke, Mama, oder auf Toilette gehe. Das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, wo ich schön hier auf Toilette gehe und ja, mein massiges Geschäft mache. Hab dann nochmal ans Handy ein bisschen Nachrichten, die ich bekommen habe über Nacht oder Instagram, was da so los ist, was es so gibt. Und ja, dann stehe ich so halb neun. Jetzt ist es ein bisschen später geworden heute. Jetzt habe ich ein bisschen länger daran gesessen. Jetzt werde ich aufstehen und ja, euch zeigen, was ich so im Moment am Tage so esse. So sieht's aus. Yeah. Das ist hier meine wunderschöne Ecke an meinem Kühlschrank oder auch mein Kühlschrank mit meinen ganzen Produkten, die ich hier so am Tag oder morgens gerade und gerade nach dem Training verwende. Wunderschöne Haferflocken, kennt ja jeder. So, wie gesagt, jetzt gibt es immer morgens erstmal nämlich für den Blutzuckerspiegel Chrom, Berberin, RLLA. Dann nehme ich gleich, dann nehme ich immer, bevor ich hier meinen Shake fertig mache, jeweils ein paar Kapseln von. Zeige ich euch am besten gleich, mache ich auch mal hier drei Kapseln davon, nehme ich mal. Berberin, immer gut. Scheiße, ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze hier, weil ich muss immer hier mit einer Hand filmen und mit der anderen Hand muss ich machen. Oben ein Tablettchen. Gut, das kommt von denen hier, weil ich davon sehr viel esse im Moment. Aber das zeige ich euch später. So, jetzt geht's weiter. Oben ein wunderschönes Tablettchen. Einmal ALA hier. So. Hingelegt. Dann reingemacht wieder. So. Naja, wie gesagt, die schlucke ich vorher so 5 Minuten vorher. Aber jetzt zeige ich euch, was ich da so zurecht bastel mir. So, Becherchen. Waage an. So, die Tage hier ein bisschen morgens. Gewöhnlich mache ich auch nochmal manchmal Cardio. Dann ist es umso besser. Aber wie gesagt, heute bei dem Wetter und wie gesagt, bei dieser ganzen Corona-Scheiße und da ich eh Off-Season habe, ist es mal ein Tag, wo ich keins mache. Ich mache dann, wie gesagt, zwei, dreimal die Woche, die ich joggen. Das habt ihr alle mitgekriegt. Masse joggen. So lange jetzt. Ja, die Off-Season noch so ist, wollte ich das nicht so intensiv machen. Naja, wie gesagt, jedenfalls haue ich da jetzt 45 Gramm von Vitargo rein. 47 geht auch. So, dann klatschen wir da ERAs rein. Jo, ist drin. 20 Gramm EAAs, da ist Whey Isolat drin, 40 Gramm davon rein. So, dann mische ich das gleiche ganz gleiche und dann lasse ich noch kurz und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. Also 200 Gramm Haferflocken ungefähr. Da kommt jetzt rein mein geliebtes Daiwa Whey. Und ja, mein Geschmack, meine Lieblingsgeschmäcker sind leider ausgegangen. Schon muss ich nachbestellen jetzt Ende des Monats. Jetzt habe ich nur noch Caribbean Kokos in der Stream. So, jedenfalls ist das reines Whey Isolat ohne Geschmack hier. Neutraler Geschmack. Und da haue ich dann so, machen wir wieder auf Null hier. Da haue ich dann 50 Gramm davon rein, dann werde ich mich hier für heute mal für Marine Kirsche entscheiden. So, dann machen wir nochmal, dass wir 80 haben. So, ja, 87 genau. So, war ja auch, glaube ich, vorher 207.
Nee, das ist ja jetzt egal. Ja, egal, 87 geht auch. Dann mache ich immer so, wie gesagt, alles schön verrühren hier ein bisschen. Das Ganze. So sieht das Ganze dann aus, wenn es Viertelstunde stehen ist. Die Haferflocken sind richtig schön aufgequollen hier. Und ja, das werde ich jetzt weg. Das haue ich dann, wie gesagt, so eine halbe Stunde nach diesem Shake. Haue ich das rein, halbe Stunde, Stunde, manchmal je nachdem, wie ich mich fühle. So, dann vor diesem ganzen Blödsinn da esse ich immer so ein Stück Ingwer hier, haue ich mir rein. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum Haferflocken vielleicht? Der ein oder andere fragt sich, warum Haferflocken, warum Banane, warum Enzyme und warum Shake und warum Vitago, warum dies, warum das. So, ja, wie ich schon sagte, heute ist ein beschissenes Wetter. Heute, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich ein bisschen faul. Ich habe Beine trainiert gestern und ich bin ein bisschen platt. Und danach mache ich meistens kein Cardio in der Off-Season-Phase. Und ja, einige bei mir Instagram mitbekommen haben, habe ich ja in letzter Zeit öfter mal Cardio gemacht, gerade bei schönem Wetter macht das so Spaß auch. Da bin ich beziehungsweise joggen gegangen, Masse joggen. Und habe ja dann so was gestartet, dass wir mit Markus Rühl zusammen so eine Kampagne, so eine Art Challenge, wie man es nennen kann bei Instagram. Masse joggen für offene Gyms haben wir gestartet. Das kann man vielleicht nochmal ein paar hier einblenden später oder so, mal gucken. Jedenfalls, ja, mache ich sonst mehr morgens am Aufstehen halt, wie gesagt, ich so 20 Minuten ein bisschen laufen, ein bisschen leichtes Joggen. Und dann ist es ideal, wenn man so ein Vitago, 40 Gramm Vitago und hat Elektrolyte, Mineralstoffe drin, bisschen Kohlenhydrate, leichte Kohlenhydrate. Da man ja 8-9 Stunden geschlafen hat, fehlt dem Körper natürlich erstmal wieder ein bisschen Nährstoffe. Und gerade, wie gesagt, deswegen haue ich gerade dann EAAs rein, die schnell im Körper aufgenommen werden. EAAs, Magnesium halt auch, weil das, wie der sagt, die Muskulatur Erholung beschleunigt. Vitamin C auch, das unterdrückt den Konditionsspiegel. Ja, wie gesagt, Chrom, ALA, Berberin, diese Geschichten, gerade Berberin, so, das ist ein neues Produkt, das unterstützt halt, dass der Blutzuckerspiegel mehr etwas, oder dass die Kohlenhydrate besser ankommen, oder wie gesagt, das ist ja der Sinn der Sache. Weshalb ich überhaupt die Kohlenhydrate dazu mache, das Vitago, dass praktisch die Kohlenhydrate das Eiweiß besser in die Muskelzelle schießen kann. Hier Rinderhack schön, wunderschönes fettarmes Rinderhack und jetzt mache ich mir ein bisschen Reis. Heute glaube ich esse ich ein Brot dazu. Ich habe hier noch so leckeres Brot. So, dazu nehme ich hier ungefähr immer so ein Bolzen hier, nicht die ganzen 400 Gramm, 300 Gramm mache ich hier so ein, mache ich bis zusammen hier und dann haue ich das so rauf. So, und die hier friere ich ein. Und dann dreimal wieder 100 Gramm zusammen ab. Wir sparen Geld. So, dann habe ich hier gleich ein bisschen Meersalz dran. Und ein bisschen von meinem Freund Tim Budesheim. Das schmeckt ganz lecker. Tatar Hackfleischgewürz. Ist echt lecker. Also, könnt ihr beim Tim bestellen. Das ist eine gute Sache. Tim, mein besten Gruß an dich. So sieht das dann aus, wenn es angerichtet ist. Auch hier drei, vier Stunden Vital Fit Brot weg. Dazu gibt es ein bisschen Curry-Ketchup hier oder Steaksoße, Curry-Ketchup. Das haue ich immer ein bisschen ein. Ja, und das gibt Masse. Ist jetzt kein Diätfraß, aber ich bin so ein bisschen Brotlover, muss ich zugeben. Ich esse gerne mal Brot, auch mal gerne so ein Baguette-Brot oder sowas. Ja, und so sieht so ein typisches Mittagessen bei mir aus. Manchmal esse ich auch ein Steak mit, wie gesagt, Folienkartoffel und ein schönes Ofenbaguette mit Torcreme oder sowas dazu. Und wie gesagt, so in der Off-Season, in der Aufbauphase, wenn man fett werden will und massig, kann man sich das ruhig mal gönnen. Yeah, that's it. So, 15 Uhr.
Mahlzeit vom Training ist dann. Eiklar habe ich mir gemacht. Hier ist sie, wunderbare Mahlzeit. So sieht sie aus. 10 Eiklar. Die werden hier gespült mit 200 Gramm Haferflocken dazu. Ein bisschen Eiweißpulver ist auch noch drin, damit ich einen leichten Geschmack habe. Aber das beides gibt es hier als Mahlzeit. So sieht's aus. So. Jetzt ist hier in den Katakomben von nirgendwo. Stefan baut gerade da was zurecht. Hä? Nirgendwo, im Gym im Nirgendwo. Ja, Gym nirgendwo, Stefan baut gerade zurecht. Wir ballern Rücken. Und wie gesagt, jetzt haben wir endlich mal. Kein Höhlenturntraining mehr, aber was Richtiges. Ne? Endlich mal das Glück, was gefunden zu haben, wo man ein bisschen sich austoben kann. Und ja, heute haben wir gedacht, wir machen Rücken ein bisschen. Leute, wenn jetzt zu Hause angekommen hier und zurück vom Training, ja, hat eine ganz schöne lange Fahrt war das noch und ja, aber ich kann halt nicht sofort direkt nach dem Training, gerade nach dem Rücken oder nach dem Beintraining sofort essen oder trinken und bin jetzt wie gesagt erstmal zu Hause angekommen. Jetzt habe ich hier wie gesagt mein Zeug schon mal stehen, mein Shake schon zubereitet, das habe ich jetzt auch vergessen aufzunehmen, aber es ist jetzt dasselbe wie heute Morgen praktisch, nur die Menge verhält sich anders. Die Tage habe ich jetzt 110 Gramm genommen, 60 Gramm Whey-Isolat ist hier drin. Also Whey-Isolat ist da drin natürlich, also da habe ich 60 Gramm Whey-Isolat dann reingemacht. Magnesium wieder nochmal, 300 Milligramm, Vitamin C. Und jetzt habe ich schon hier wieder mein Berberin, 1000 Milligramm, also 4 Kapseln Berberin. Und dann die Polizei stört, ja, yeah, ja. Yeah. Stört mir beim Aufnehmen hier. Also, dann einmal RRALA, das habe ich hier. Alpha-Liponsäure und Chrom. Für den verbesserten Zuckerstoffwechsel. Das alles haue ich mir in die Kiemen jetzt hier. Ja, immer davor. Weil es auch ein bisschen braucht, bis die Kapseln sich im Bauch auflösen. Besonders in meinem haarigen. Naja, und dann gibt es gleich diesen wunderschönen Shake hier. Wie gesagt, habe ich ihn wieder schön angerührt, damit er nicht so schaumig ist. Hier ist gerade nichts schaumig hier dabei. Keinen großen Schaum. Kreatin 3 Kapseln, Polyhydrate und Glutamin 10 Gramm. So sieht's aus nach dem Workout. Yeah, that's it. So, liebe Leute, das ist die nächste Mal. Oder nee, das ist die danach, die Mahlzeit. Da ist schon die nächste Mahlzeit für, also nach dem Shake. Das ist 300 Gramm Hähnchenfleisch. Und hier ist der Reis dazu. Ja. Das sind 150 Gramm. Reis. Den lasse ich immer nur so kurz aufrodeln. Dann lasse ich den Topf so, dass der Topf hier so ja, die Flüssigkeit sich an die Decke zieht. Und dann mache ich den Topf drauf und lasse ihn stehen eine halbe Stunde oder so. So, hier mache ich schon die nächste Mahlzeit, da esse ich Tatar, kommt wieder ein bisschen Gewürz hier drauf und dafür esse ich auch nochmal Reis nachher. Achso, übrigens zum Reis hier, also zu dem Reis und dem Fleisch, esse ich gleich, jetzt heute habe ich, heute Feiertag, habe ich mir zum Einkaufen, esse ich Ananas. Also Stücke, aber sonst esse ich gerne frische Ananas auch mal, ist am besten noch, weil Ananas hat schön viel Kalium und Verdauungsenzyme, Bromelain und sowas, deswegen esse ich das. So sieht das Ganze fertig aus, wenn es dann zusammengemischt ist. Dann haue ich hier noch in die Ananas rein, ohne Dose. Jawohl. Und dann mische ich das hier schön. Und dann ist halt eine komplette gute Mahlzeit. Für schöne Masse. So sieht es aus hier nachher. So, und da hier ist der schöne, das schöne Tatar. Mal den Deckel drauf. Das
dass das so ein bisschen Flüssigkeit, also dass das noch nicht zu trocken wird, dass das ein bisschen saftig bleibt. Und der Reis ist auch schon gekocht dafür. Der saftige Reis. Da mache ich auch mal hier die Tropfen da rein, fließen lassen. Dass der auch nicht zu trocken ist, dass der saftig bleibt. So sieht's aus hier in der Masse Küche. So sieht das letzte Meal dann aus. Heute, für heute zumindest mal. Hier der Reis, das fresse ich jetzt aus dem Topf, weil ich keinen Bock habe, jetzt extra wieder was. Der ist sowieso kalt. Und ja, uhrzeittechnisch geht's dann so um 10:30 ins Bett nachher. Yeah, so sieht's aus.